Folge Nummer 57 von Oxygen Not Included. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind unterwegs und gucken hier nach Nahrungsmangel und verhungern vor allem. Wir haben aber noch 5000 Kalorien. Warum geht keiner essen? Das ist die Frage. Großmann, geh mal was essen. Großmann, du hast Hunger. Und Sauerstoff fehlt dir auch. Und sie, Bunny, könnte auch mal was essen, ne? Wir haben noch 5000 Kalorien, nur noch 4,4, aber die sind doch da. Die kann man doch wohl mal irgendwo wegholen, oder? Das ist nicht so dolle. Objekte fehlen Ressourcen. Elektrodrill, Eisbrecher, Gasherd. Wo ist denn jetzt hier? Was sind da ausgewählt? Oh, Knorpelbeere ist ausgewählt, da haben wir keine, okay. Da können wir hier den wegmachen, dann ist das nicht mehr da, aber da können wir Pockerogen einmal. Oder wie viel haben wir denn da? So, er hier ist, Hungerzeit bis zum Tod, 9,5, okay, nee, dann lass das mal noch weg. Der Pokerbogen ist da einmal, ach nee, das ist sogar zweimal da, okay. Aber es ist ja vielleicht nicht verkehrt, dass wir das erstmal ein bisschen weiter favorisieren. Essen ist okay, verhungern immer noch zwei. Können die beiden denn mal was zu essen holen? Arni schläft gerade und Guzman geht lieber duschen, anstatt mal was zu essen, ne? Auch sehr schön, oder? Bauern duschen. Sind die... Jo, sind die Prio an den Tischen? Auf 8. Also sollten sie doch auch essen gehen, oder? Jetzt ist nur noch einer am Verhungern und das ist... Barney. Was macht Barney denn jetzt? Hat erstmal Kupfererz geholt, war wichtiger wie Essen. Ist ja voll doof, oder? Haben wir hier noch was? Ah, der ist schon mies drauf, ohne Ende, wie wir sehen. Harold. Sollte man schruppen. Okay, lassen wir so. Harold ist gerade am Treten und mies drauf. Naja. Jetzt müssten wir hier mal starten zu treten, ne? Und wieso haben wir ja nichts drin? Ist da keine Kohle drin? Haben wir keine Kohle mehr? Doch, Kohle, 27 Tonnen. Kohle. Generator setzen wir mal auf 7. Dann wird doch da bestimmt was angeliefert, oder? Hier geht irgendwas gleich kaputt. Rutschstange. Ja. Ne, die Leitung ist hier wahrscheinlich schaden, überlastet. Da müssen wir unbedingt noch dran arbeiten, ne? Anzug liefern und hier fällt es natürlich auch noch. Da muss mal einer reparieren gehen. Das Kabel. Okay, Kabel machen wir mal jetzt mal hier auf 6. Dann sollte das auch repariert werden, oder? Da bringt jemand Wasser irgendwo hin. So, hier sind jetzt noch so Stellen, wo wir mal irgendwie ein Pufflet oder was gefördert haben. Ich glaube, das machen wir mal so jetzt wieder. Das machte ja Sinn, ne, oder? Geht nicht mehr wahrscheinlich, oder was? Naja, ist auch okay. Ja, jetzt wird da auch getreten. Das bedeutet, wir können hier auch einen Anzug machen, ne? Versorgt Duplikanten mit Sauerstoff in giftigen und schwer atembaren Umgebungen. Das ist alles das Gleiche. Und da sind 8 im Auftrag gegeben. Wäre schön, wenn die mal fertig werden dann, ne? Was fehlt denn? Arbeitsauftrag. Kupfer.
Schutzanzug, Schmiede, Arbeitsauftrag. Ja, da muss Kupfer geliefert werden wahrscheinlich, ne? Hier ist voll die Batterie. Auf der anderen Seite passiert aber nichts. Motto macht auch was, aber hier ist jetzt Kohle reingekommen, okay. Wenn da doch Kohle jetzt drin ist, dann können wir die Prio doch erstmal wieder runtersetzen, ne? So, wie sieht's denn hier so mit der Leitung aus? Achso, die ist ja jetzt fertig. Das hat ja jetzt Strom. Das hat letztes Mal noch geklappt. Machen wir da eine 5 raus, damit die Leitung repariert wird. Ja, hier passiert leider nichts. Müssen wir auch gucken, dass wir es mit dem Atemschutzanzug machen, ne? Wer verhungert? Barney verhungert immer noch? Ne, der hatte schon mal was gegessen, ne? Kalorien 192, also der Balken. Ernährung. Zack, einmal Matschriegel rein, damit die das essen. Hat hier keiner verhungert gerade, obwohl wir genug haben, ne? Es verhungert aber auch gerade keiner, sehe ich. Das ist weggegangen. Okay, passt. So, jetzt nochmal hier hoch. Hier sehe ich gerade, muss man nur... Ne, hatten wir, glaube ich, so gelassen, damit da nicht jemand angesteckt wird, in Anführungsstrichen, ne? Matschriegel ist da, Knorpel ist nicht da. Barbecue kann man machen. Das können wir eigentlich mal wegnehmen. Ja, da sitzt sogar so eine Knorpelbeere davor, ne? Gefüllte Beere. Pincher-Pfeffer, Nuss. Wo haben wir die? Gute Frage, ne? Hier wahrscheinlich. Die Pflanze wächst. Verschmutzte Sauerstoff, Balsamilie. Die Blume verschmutzte Sauerstoff. Was ist das alles hier? Phosphorid. Das scheidet er wohl aus, oder was? Und wie sieht's hier aus mit den Nüssen? Ah, da liegt einer. Und da wollen wir da auch reinbauen. Was macht er? Er holt da was weg. Was ist das? Fleisch, ne? Ja. Fleisch darf aber nicht gegessen werden, ne? Ja, das ist richtig. Das wird dann weiterverarbeitet. Das ist auch gut so. Graben wir das mal weg. Brauchen wir ja da nicht mehr. Und hier müssen wir mal die Prio vielleicht ein bisschen erhöhen, dass das eher in Angriff genommen wird, oder? Dann müssen wir gucken, was wir da machen. Weiß ich auch noch nicht. Schauen wir mal. Ja, was ist da drin? Kohle ist da drin. 14,5 Tonnen. Okay. Er hat keinen Auftrag hier. Mach da mal ein bisschen was raus. Rohr ist blockiert, weil da nichts passiert. Was machen denn unsere Luftsache hier? Okay, die sind wahrscheinlich dann auch auf 1 gelandet, ne? Oder? Ach ne, auf 6. Machen wir mal auf... ...7 das hier. Und ich glaube, da gab es noch keinen Stromanschluss, habe ich letztes Mal gesehen, ne? Ja, und ist dann auch schon wieder überlastet. Da ist noch ein bisschen Saft drin, der pumpt aber auch. Eigentlich sollte hier was passieren, ne? Wie sieht's denn mit dem Sauerstoff aus?
Aber der pustet hier ganz gut rein und es geht auch schon hoch. Das ist blau geworden schon. Ja, hier sind so vereinzelt so ein paar Luftblasen auch besser. Wie macht die Lüftung denn da den Weg frei? Da. Ach, der pustet da einfach was rein. Egal was kommt. Ist ja jetzt auch nicht so praktisch, ne? Dann lass uns mal Lüftung aufmachen und einen Filter. Ja, eigentlich müssten wir hier so eine ganze Serie Gasfilter jetzt bauen. Haben wir hier einen Raum, wo wir das machen können? Also was hier passiert, ist schon mal doof, ne? Hier ist auch nicht. Wir könnten das hier machen, oder? Über den Lüftung, Gasfilter. Der sollte dann da reinkommen. Machen wir mal so. So. Und so. Und dann müssen wir noch... Ja, doof jetzt das auszumachen. Wir müssen jetzt hier eigentlich den Sauerstoff reinpusten, ne? Das bedeutet, hier geht das nachher raus und da geht es rein. Wir müssen das aber so machen und das müssen wir hier gerade dann doch zerlegen. Zerlege ich das mal auf Prio 9, wenn das noch geht. So, dann geht der Sauerstoff da weiter rein. Dann brauchen wir das Rohr wieder. Das soll weiter nach da gehen. Und hier würde ich jetzt mal sagen, ziehen wir die Leitung zum Erdgas hin. Eine Gasbrücke, die muss umgedreht werden. Und dann schließen wir das da an. Und da soll das Gas reingehen, das Erdgas reingehen dann auch. Weil da war eben was zu sehen. So, und dann haben wir hier eine Geschichte, wo der Sauerstoff war. Der Wasserstoff, der hier auch ist. Das bedeutet, wir gehen von dem mal runter. Das hat gut geklappt gerade. Nochmal Lüftung. Ah, schon wieder daneben geklickt. Nee, nix zerlegen, Abbruch. Lüftung, Lüftung. So. So. Können wir denn da einfach so weiter runter gehen? Da geht es rein. Das bedeutet, wir könnten einfach so runter gehen, ja. Und gehen dann da dran. So, und dort brauchen wir noch eine Brücke. Ne, war schon so rum richtig. Darüber. So. Und da oben müssen wir auch noch eine Verbindung ziehen. Und das ist hier auf 5, okay. Ja, und dann geht der Rest. Wo geht der Rest dann nachher hin? Das ist eine gute Frage, ne? Also wir müssen erstmal gucken, dass das Zerlegen gemacht wird. Ist das schon zerlegt? So, zack, zack. Und ja, die Prio haben wir jetzt nicht so hoch. Ich glaube, die Prio müssen wir gerade für den ersten auf jeden Fall hochsetzen. Damit da schon mal was läuft, oder?
Wird das gemacht? Was holt er? Er holt Erde da oben. Okay, das wird noch nicht gemacht. Wie sieht's aus? Wir haben keinen Nahrungsmangel zurzeit. Objekte fehlen Ressourcen. Okay. Essen gibt's also. Sand wird gerade geliefert hier. Das wird da auch gebaut. Ach, Strom muss da noch dran, ne? Immer das größte Problem, was wir noch haben, ne? Ja, und hier müssen wir gucken, was wir mit dem letzten machen. Also da ist ja schon was passiert. Das ist schon mal gut. Ich hoffe, der Strom wird auch schnell angeschlossen. Das sieht schon mal gut aus. Weil dann kann der Sauerstoff wieder fließen, ne? Aber der blockiert jetzt der Sauerstoff, weil hier nicht weitergeht. Das bedeutet, wir müssen die Prio da auch noch gerade hochballern. Gut, Strom ist auch noch nicht fertig, aber das ist, glaube ich, schon auf 9, ne? Ja. Müssen wir gucken, dass das fertig wird. Lüftungsoverlay. Obwohl, der Sauerstoff ist gerade da durchgegangen, oder wie sehe ich das? Ah ne, der kommt hier weg, alles klar. Okay, die Leitung ist besetzt. Sauerstoff wird da nicht transportiert. So, jetzt müssen wir dann doch die Prioritäten auch anpassen. Wir müssen gucken, dass das hier schneller läuft. Damit die Filteranlage läuft, ne? Na, hier ist jetzt kein Strom da. Ach, die Stromleitung, also da fehlt es ja noch, deswegen geht's nicht. Okay, läuft erstmal. So, was kriegen wir für ein Paket? Hilfspaket Drecklet-Ei. Tja, dafür müssen wir Wasserstoff machen, ne? Also, das brauchen wir nicht machen, weil wir sind schon an der Essensgrenze. Und Drecklet ist jetzt die Frage. Ja, Rücken sind wir. Ich glaube, die brauchen wir, ne? Für die Anzüge, oder? Das sind Eier. Das ist ja schon mal cool. Dann nehmen wir die Eier, weil die Eier können wir ja auch anderweitig machen. Hier, wo ist unser... Ist ja auch Essen. Wo war denn der Eierkepper? Hier links. Können wir die als Nahrungsmittel machen, ne? Müssen halt überleben. Was macht das Sauerstofftechnische? Ja, das wird jetzt hier noch mehr blau. Und dann geht es ja auch hier schon rein. Hier wäre schön, wenn wir da mehr hinkriegen. Was macht das Sauerstoff-Lüftungs-Overlay? Das Rohr ist noch zu. Hier wird schon schön gebaut. Wie ist es mit Strom? Na, können wir auch hier oben besser machen. Ist schon fast angeschlossen. Ah ne, da fehlt noch die Leitung. Kabel ist aber auf 9. Haben wir kein Erz mehr. Doch, hier liegt's. Sollte eigentlich klappen. Warum macht man das nicht? Holt der jetzt hier Erz? Ja, Kupfer geholt.
Also hier kommt Sauerstoff durch, aber ist nicht das meiste, ne? Und da wird auch noch reduziert, sehe ich gerade. Dann sollten wir mal hier nicht null machen. Ein bisschen mehr vielleicht, ne? Kohle haben wir zum Strom machen. Ah, hier liegt ein Atemschutzanzug. Also den haben wir schon mal, ne? Der muss jetzt einer da reinbringen. Aufräumen. Auf 9 machen wir den mal. Und wenn der dann da drin hängt, dann können wir unsere Leute da unten mit Sauerstoff reinschicken, ne? Hier bei diesem tollen Feld hier. Er hat irgendwie Schleim oder sowas dabei, ne? Das hat er, glaube ich, gerade hier sitzen lassen, oder? Kann das sein? Kupfer wurde da runtergebracht. Ja, leider ist hier noch nicht die Leitung fertig mit anschließen. Ja, jetzt gehen sie erstmal pennen. Otto braucht Sauerstoff. Sauerstoff ist jetzt hier schlecht gerade, ne? Aber es ist wohl irgendwie so viel Sauerstoff hier, dass die nicht aufwachen. Oder? Oh ne, hier sieht man es erst. Alle haben Sauerstoffmangel. Voll doof. Aber hier kommt doch jetzt Sauerstoff größere Anzahl rein, oder? Lüftungsoverlay. Ja, jetzt kommt da mehr durch. Okay, ich glaube, dann geht es da auch ein bisschen besser. Das wird werden, oder? Verhungern tun gerade wieder 2. Wir haben aber Essen da. Okay, die müssen sich jetzt erst was holen wahrscheinlich, ne? Harold macht was jetzt? Okay, dem geht's auch gerade so super toll. Harold wollte wahrscheinlich gerade den Anzug wegräumen und macht jetzt irgendwas anderes. Er macht sich erstmal eine Entspannung. Okay, das ist für Harold vielleicht nicht schlecht, weil der ist ja auch... kein Strom, super. Ja, der muss auf jeden Fall entspannen, ne? Jetzt hat er endlich Hunger. Jetzt entspannt er wieder. Kein Strom mehr, dann geht er. Was macht er jetzt? Das kann doch jetzt nicht sein, oder? Anzug genommen, schmeißen da runter. Super, oder? Wer nimmt den jetzt? Harold tritt jetzt erstmal hier. Sollte eigentlich Stress abbauen. Irgendwo kommt Wasser her. Kein Mensch weiß woher. Kommt es noch weiter hoch weg? Nee. Welche Leitung ist denn hier kaputt gegangen? Fertigkeiten. Haben wir einen Klempner? Nein, wir haben keinen Klempner. Das ist unser Problem schon alleine. Es hier ist alles gut.
Verbesserte Stärke geht da. Und er. Ja, komm da. Harold ist natürlich schon mies drauf, aber der könnte den Klempner-Auftrag dann machen, ne? Aber dann ist der noch schlechter drauf, also bringt das nichts. Okay, da wird schon gewischt. Müssen wir hier unten mal weiter wischen. Keine Ahnung, warum da jetzt das Wasser hingekommen ist. Okay, das ist aber gleich fertig. Da ist noch was zu wischen. Hier wird noch gewischt. Jetzt verhungern schon drei, obwohl wir 13 Tonnen zu essen haben. Wo ist Matsch frittieren? Ist das nicht? Ah, hier ist kein Strom. Strom fehlt da oben. Wo kommt denn der Strom weg hier? Zack. Sofort auf Strom da. Komm, lass die mal gerade Matschriegel essen. Das hat anders keinen Sinn, sonst sterben die mir nachher weg. Jetzt nehmen sie alle die Matschriegel. Da unten sind noch ganz viele Knorpelbeeren, die man ernten kann. Da oben ist auch Mehllaus. Gut, dann kommen die wieder raus. Tritt einer. Dann könnte jemand kochen kommen. Macht er auch. Sehr gut. Wir müssen das definitiv mit dem Strom hinkriegen, ne? Und das ist generatormäßig. Da habe ich noch gar keinen Prall von. Da muss ich mich noch einarbeiten. Wir sind aber auch schon wieder bei einer halben Stunde, wie ich sehe. Das heißt, da müssen wir auch fertig werden. Ich weiß nicht, wo der ganze Erdgas hier überall hinkommt, ey. Ich glaube, wir sollten mal gucken, dass wir hier eine Luftpumpe hinsetzen, die dann das da hochpumpt, ne? Das hier auch durchgeht. Oh, jetzt ist hier überall so ein klein bisschen Strom nicht fertig, ne? Lüftungsoverlay. Mir fehlt auch noch ein Stack. Okay, da wird jetzt der Filter gemacht. Ne, das Kabel für den Filter, okay. Und wäre schön, wenn diese Kabel erstmal gemacht werden würden. Und dieses hier. Kabel ist schon auf. Jetzt wird's endlich gemacht, ey. So, jetzt geht's hier auch weiter, oder? Warum noch nicht? Ah, weil nicht ausgewählt ist. So, das ist Sauerstoff. Das wird Erdgas. Das wird Wasserstoff. Wahrscheinlich ganz unten, ne? Ah, ne, Wolfram ist noch weiter unten. Und das weiß ich noch nicht.
Kohlendioxid, wo sollte der hin? Hier unten wahrscheinlich, zu dem Luftreiniger, ne? Da geht nur der schmutzige Sauerstoff rein. Hier passiert auch nichts. Weil hier ein Überdruck wahrscheinlich herrscht. Wäre schön, wenn jetzt hier was passiert, aber ich habe noch keinen blassen Schimmer, warum dann noch nichts passiert. Kein Strom, okay. Und hier fehlt noch der Ausgang. Wo kommt der Strom weg? Hier wahrscheinlich. Muss der höher. Essen ist genug da. Muss nur geerntet werden, ne? Prioritäten. Ne, nicht die Prioritäten, die Prioritäten. Aber es steht doch auf 8. Sollte also funktionieren. Hier sind Medizin und essbare Zutaten drin. Das ist schon mal falsch. Ah. Hier sollten keine Kochzutaten eigentlich drin sein. Rohes Ei, raus damit. Kochzutaten müssten hier oben hin. Da müsste da noch ein Kühlschrank gesetzt werden. Nahrung, oder? Packen wir den dahin. Und der braucht noch Strom. Und das machen wir da auch noch dran. Ne? So, die Batterie ist sogar voll. Alle gehen schlafen. Wie sieht es mit dem Sauerstoff aus? Immer noch schlecht, weil das hier immer noch nicht funktioniert. Wegen fehlendem Strom. Ich setze den jetzt mal auf 9, ne? Kein Nachtschichtler da? Doch, da unten, aber der macht nichts. Miep, was machst du? Kriegen wir da noch was eingestellt? Ari kann noch was machen. Ja, verbesserte Tragfähigkeit ist wahrscheinlich angesagt. Wir können ja mal gerade bei Harold reingucken, wie es denn so ist. Das ist noch schlecht. Miep geht jetzt doch schlafen. Otto schläft nicht und Rowan schläft jetzt. Das ist ja, ja. Ein bisschen schlecht, ne? Das funktioniert hier noch? Ne, hat auch keinen Strom mehr. Aber auf 8. Tja, da müssen wir mal gucken, dass das was wird. Die haben natürlich alle wieder schlecht geschlafen, dann haben sie auch wieder schlechte Laune dadurch, ne? Oder? Jetzt kommt wieder Sauerstoff, weil er tritt. Harold ist aber auch schon mies drauf. Das ist eigentlich die schlechteste Alternative, dass der das macht, ne? Ah, guck mal hier. Da fehlt jetzt noch Sauerstoff. Kein Sauerstoff. Wo kriegen wir denn den Sauerstoff weg? Ne, das war falsch. Lüftungs. Wo sollte der Sauerstoff herkommen? Hier unten. Überdruck in der Lüftung. Das bedeutet, wir müssen das noch etwas umorganisieren, denke ich. Eigentlich sollte das auch da lang gehen, oder? So ist das ja angeschlossen. Warum? Ach, hier, da. Zwei Sachen nicht angeschlossen. Prio 9.
Trio 9 ist Gasleitung. Gasleitung, gut. Jetzt wird es doch tatsächlich noch fertig und dann gibt es da auch Gas. So, eine Leitung fertig. Oh, kann doch jetzt nicht sein, dass sie weggeht, oder? Machen wir die Leiter da fertig, ey. So. Er hat Wasser geholt von irgendwo. Harold ist mies drauf und die anderen gucken sich das alle an, ne? Wann kriegen wir denn jetzt das fertig da, ey? Wasser wird da geholt, okay. Miepflicht wahrscheinlich hier die Tiere. Ah, die Wand ist endlich weg. So, und da gibt es aber dann hier auch eine Aufräumaktion eigentlich, ne? Okay. So, und dann ist da fertig. Das heißt, Sauerstoff müsste jetzt laufen, oder? Ja, kommt rein. Sehr schön. Aktueller Zustand, kein Sauerstoff. Okay. Kann man auch sehen, wie viel drin ist? Nee, ne? Atemschutz einmal 1 zu 200 Kilogramm bei 38,8. Ja, hier sind voll die Keime dran, oder wie sehe ich das? Nee. Naja, da werden noch 7 Stück gebaut. Da gibt es eine Leiter. Hunger tut keiner. Wir haben noch 3500 Kalorien. Ist ein Koch unterwegs. Ich glaube, der war gerade am Kochen, aber werden gerade. Ah, da frittiert und sowas. Haben wir die. Haben wir rausgenommen, Matsch? Er ist wie bekloppt am Essen hier, der Harold. Na, dann lassen wir das auch mal tun. Der isst alles auf, oder wie sehe ich das? Unstillbarer Hunger. Ach, das ist ein Stressfaktor wahrscheinlich, ne? Ja, das ist schlecht. Hallo, was machst du da? Prozent Stress hat er. Der holt sich alles Essen ran. Das heißt, die anderen verhungern dadurch. Das ist voll schlecht, ne? Oh, wie machen wir das? Das müssen wir in der nächsten Folge machen. Da müssen wir gucken, dass Harold nicht überall hingehen kann und das Essen klauen kann. Das ist das Problem. Dann muss man dem irgendwo was zur Verfügung stellen, sozusagen, weil der holt sich ja alles weg und isst das auf, wie wir gerade sehen. Der hat selbst aus der Kochmaschine den Matschregel wieder rausgeholt. Okay, gut. Müssen wir in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, damit ihr das nächste Video mitkriegt, wenn ich es hochlade. Und gerne Kommentare dazu schreiben. Genauso gerne das Video auf allen Kanälen teilen. Alles klar, ich bedanke mich. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.